Hi bei Palauts, mein Name ist Nico, ich spiele wieder Final Fantasy 15 und hänge immer noch bei ein paar Nebenaufgaben fest. Geendet habe ich die letzte Folge hier in Lestalum und da habe ich gesehen, dass hier so ein Fragezeichen ist und ich dachte, ich gehe da einfach mal vorbei, um zu schauen, was da abgeht. Und was ist das denn für ein krasser Lichteffekt? Wow. Okay, ich schnack mal. Oh, da war da liegt erstmal was. Eine dekorative Flasche. So, was hat sie mir zu erzählen? Der freundliche Jäger. Naja, geht. Meinst du mich? Ganz genau. Oh, habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Holly. Danke für die Hilfe neulich mit den Sichern. Bitteschön. Dass sie jetzt auch schon das Kraftwerk unsicher machen müssen. Ich war so aufgeregt, dass ich mir glatt den Rücken verknackst habe. Ungünstig. Wie bitte? Ja, tut höllisch weh. Nein. Kann immer noch nicht richtig laufen. Und ausgerechnet heute feiert die Ventilprüferin krank. Jetzt darf ich durch die halbe Stadt humpeln und nachsehen. Ach. Soll ich das übernehmen? Wie? Du? Okay, also gut. Tut mir leid. Sind ziemlich viele. Wie, wo, was, viele? Die Klempner vom Dienst. Ventile überprüfen. 0 von 8. Okay, wo soll ich die überprüfen? Warte. Ich kann ja aber die Quest... Da, die Klempner vom Dienst. Stufe 10. Wir müssen echt ranklotzen. Möchte ich nicht mittauschen. Als hätten sie nicht schon genug zu tun. Ja, sie kümmern sich um alles. Von Minenarbeiten bis zu den Wartungen. Stimmt da los. So, wie sehen denn diese... Das sind die Ventile, okay. Dann haben wir Nummer 1. Das hier sieht gut aus. Ich bin ja echt nicht gut, ne? In, durch die Stadt watscheln und... Ganz eine Chisel durchsuchen. Richtig lustig wäre hier gleich ein Ventil gewesen. Nee. Okay, also einfach irgendwelche. Das da hinten? Nee. Da ist ja gar nicht die blaue Umrandung. Okay, also irgendwelche blauen Rohrdinger suchen. Kann ich das nochmal? Ah, schade. Das ist dann auch eins, oder was? Schnell, wir müssen was unternehmen. Sehr gut, ja, dass sie mich beauftragt hat. Jetzt wäre die ganze Stadt in die Luft geflogen. Okay, dann mal weiter gucken. Ist wieder so ein Röhrchen, aber das ist nicht ganz richtig. Ja, rechts oder links? Links. Noch so ein Röhrchen. Ich bleib mal links. Sandstein. Ah ja, okay, hier ist nur irgend so ein... Oh oh, das ist nicht was denn, Prompto? Was ist los? Ich bin in irgendwas Ekliges reingetreten. Ja, das tut mir leid. Jetzt fällt mir auch erst auf, wie viele verdammte Rohre hier in dieser Stadt sind. Da hinten, da gast es das so ein bisschen rum. Ah. Sieht nicht gut aus. Also gleich zwei nebeneinander, ne? Die Klempner von Dienst. 3 von 8. Jungfernkuss einmal. Ach, komm. Jetzt sammeln ihn doch. Schnell. Wir müssen was unternehmen. So. 4 von 8. Erst die Hälfte. Aber wenigstens kann man es durch, durch den Rauch ganz gut erkennen. Ich glaube, von hier bin ich dann gekommen. Dann gehe ich hier nochmal links rum. Ich habe halt echt keine gute Orientierung, Leute. Das müsst ihr mir verzeihen. Ob sie hier außen auch was gebaut haben? Ich glaube nicht. Ich gucke trotzdem mal. Na, da liegt wieder was. Eine kaputte Taschenuhr. Kommt natürlich Dampf aus dem Gully. Sehr typisch. Könnte auch ein Batman-Film sein. Okay, da ist auch nichts. Das ist wahrscheinlich auch eher in der Stadt drin, wo man nicht mit Ausdauer laufen kann, sozusagen. Goldnadel. Sehr schön. Die nehme ich gerne. Ich habe ja in der letzten Folge sehr viele von diesen Goldnadeln verbraucht.
Oh, guck mal, hier ist ein. Mit den Mädels hier sucht man besser keinen Streit. Durchgang. Oh, warte. Gut, überprüft. Ist ja ein echter Knochenjob. Ist kein Knochenjob, wenn man wenigstens weiß, wo die ganzen Dinger hier irgendwie rumhängen. Dann wäre es ja kein Problem. Aber die mit Rauch sind mir lieber, weil die entdecke ich dann wenigstens. Weil den eben hätte ich fast übersehen. Hey Nacht, sieh mal. Was gibt's? Was gibt's denn, Gladio? Was ist da los? Gönn dir eine Pause mit eiskalten Randalls Wurzelbier. Ah, jetzt einen Humpen. Gönn dir ruhig einen. Na dann, ich gehe nachher irgendwo einen heben. Wow. Ah, wo sind die anderen? Ich glaube, hier bin ich noch nicht so rumgegangen. Den habe ich. Den hier, der fehlt mir. Zwei, glaube ich, da noch, ne? Das sieht nicht gut aus. Okay, ja, zwei fehlen mir noch. Ha. Wo kann der Rest sein? Wer bist du? Oh, sehr schön. Einer fehlt da noch. Die beiden vielleicht? Ah, schade, der zählt nicht. Schnell, wir müssen was unternehmen. Ja, ich mache ja schon. Okay. Ein einziger noch. Irgendwo. Und der ist es echt nicht? Er sieht genauso aus wie alle anderen auch. Wow, nachts pulsiert hier aber das Leben. Ah ja, hier hat alles angefangen. Das war, glaube ich, der erste. Naja. Und da hinten war nichts weiter. Muss ich nochmal eine Runde laufen. Bin vorzugsweise ja immer links rumgegangen. Lag da gerade ein Item? Ja, eine Gedenkmünze. Aber hier rechts war ich ja auch schon. Kommt man denn an dieser Stelle raus? Hier sieht es so leer aus. Diese Sackgasse, ne? Ja. Wo habe ich denn was übersehen? Hier beim Waffenshop vielleicht? Die Kautesplatte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Hier bin ich auch noch nicht lang gegangen. Kaputte Mundharmonika. Achtung, Hochdruckleitung, nur von geschultem Personal zu bedienen. Bei Störfällen bitte sofort Exineris benachrichtigen. Ja, denn ich dachte, dann wäre hier wenigstens auch eine Leitung. Tut gut, mal nicht töten zu müssen. Mensch, wenn hier so schon so ein Warnschild ist. Wo ist denn dann die dazugehörige Leitung? Ach Mann. Das Ding, das ist es. Okay. Das scheint auch in Ordnung zu sein. Einwandfrei. Wir sind fertig. Mit einem kaputten Rücken wäre das echt eine Tortur. Gut, dass wir unsere Hilfe angeboten haben. Sicher ist sie jetzt beruhigt. Bestimmt. Lasst uns die frohe Botschaft übermitteln. Ja, ich bin schon auf dem Weg, wenn ich den Weg dann finde. So, hier geht's lang. Hier rum. Kann man da hoch? Nee. Tada! Was? Ihr habt alle überprüft? Ja, alles in Butter. So ein Glück. Dank euch konnte ich sogar zum Arzt gehen. Der meinte, ich müsse einfach nur meine Schreckhaftigkeit ablegen. Bitte was? Toller Arzt. Ich flippe schon aus, wenn ich das Wort sicher nur höre. Hier ist euer Lohn.
Ich hoffe, das reicht für eine Mahlzeit. Na, wie viel kriege ich denn? Na, mein Lohn? Mein Lohn? 2500 Gil, ja doch, da, davon kann ich essen gehen. Oh, sie hat noch eine Aufgabe da. Oh, hey, Jägerlein. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Klar, was gibt's? Weißt du, unsere Seilbahn muss dringend überprüft werden. Sie läuft in letzter Zeit nämlich so schlecht. Erstmal möchte ich die Lage erfassen. Könntet ihr für mich die Stützpfeiler vor der Stadt überprüfen? Meine Arbeiterin kann ich nicht nach draußen schicken. Das wäre viel zu gefährlich. Aber wenn der Prinz stirbt, dann ist es egal. Aneinander geraten sind. Da muss ich den Streit schlichten. Wärt ihr so gut? Strommast überprüfen. Die Elektriker vom Dienst. Und wo ist dieser Strommast? Das Schlichten ist sich... Aufgaben. Oh. Oh, die sind ja an zig verschiedenen Orten. Was zum Teufel? Nicht einfach. Bei den Mädels, die hier arbeiten? Bestimmt nicht. Geht bestimmt ganz schön heiß her. Das möchte ich lieber nie erleben. Kein Wunder. Wer hat denn keine Angst vor Sichern? Vermutlich die wenigsten. Nach außen gibt sie sich locker. Aber es muss ihr ganz schön zusetzen. Ja, für jeden normalen Bürger sind Sicher lebensgefährlich. Wenn meine Mädels sich streiten, dann geht es rund. Das ist fast so gefährlich wie eine Inspektionsrunde in der Wildnis. Gut, okay. Dann fange ich damit an, wahrscheinlich. Ich glaube, was anderes... Nö. Gut, dann beeile ich mich mal, um dahin zu kommen. Und jetzt gehe ich einmal schlafen, kriege Erfahrung. Ah, es reicht nicht für ein Level Up. Das ist ja traurig. Was habe ich denn für Bilder? Irgendwas Gutes? Gut siehst du aus. Ich weiß. Oh Gott. Da ist das Bild entstanden. Gentlana. Oh, da ist Gentlana einfach mittendrin. Oh, das ist schön. Das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. So. Weiter geht's. Dann sehen wir uns mal um. Meine Regalia hat mich jetzt mal zum Ziel gebracht. Jetzt ist nur die Frage, wo genau ich hin muss. Also irgendwo hier in der Gegend soll es sein. Ich gehe mal in die Richtung, soll ja einen Strommast überprüfen. Und das ist wahrscheinlich einer. Das sind irgendein Gegner ist hier. Ich will es gar nicht wissen, ne? Ich will es gar nicht wissen. Links sind Feinde. Danke. Ist mir egal. Hier ist nochmal ein Fund-Item. Ist das so ein Stützpfeiler? Was ist das? Megatrank. Soll ich denn da hochklettern oder was? Oh Gott, oh Gott. Beschleunigen kann man das nicht, oder? Oh, das ist ganz schön hoch. Ah. Los jetzt. Das jetzt endlich. Oh Gott, es buggt. Eine schöne Aussicht. Aber dafür bin ich doch nicht hergekommen. Ich soll die noch überprüfen. Da. Sieht alles okay aus. Ich glaube, hier gibt es kein Problem. Okay, Strommast überprüfen, den ersten habe ich jetzt zumindest schon mal erledigt. Aufgabe abgeschlossen. Kann ich runterspringen? Nee. Muss ich runter. Was für ein Ernst. In jedem Spiel kann man ganz cool runterrutschen, aber der Meister-Teleporter King of irgendwas kriegt's nicht hin. Ach, komm schon. Und die anderen, die interessiert's gar nicht. So. Also, wo ist die nächste Aufgabe?
Die ist nicht die, sondern... Oh Gott, ist das weit weg. Ja. Dann nehme ich erstmal den. Also los, Bewegung. So, dann bin ich jetzt am zweiten Punkt angekommen. Ich schau mal eben. Also, was ist das denn? Spindelhorn. Was ist denn das? Echt Wahnsinn. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich finde die Stelle tatsächlich ein bisschen verdächtig. Deswegen gehe ich da jetzt einmal hin. Und werde da hochklettern, in der Hoffnung, dass das auch schon die richtige Stelle war. Weil das Feld, wo das Ding liegen kann, ist einfach immens groß hier. Das sieht wohl nach einer Kletterpartie aus. Wie weit geht das noch? Bin ich oben. Und das scheint auch die richtige Stelle zu sein. Hier liegt sogar noch was rum. Ein Eiswappen. Interagieren. Sieht gut aus. Ich glaube, hier gibt es kein Problem. Wow. Ach, man kann doch schön runterfallen. Warum habe ich es vorhin nicht hingekriegt? Ja. Ich höre Magitech-Motoren. Ja. Da hinten müsste ich auch irgendwann nochmal hinfahren. Altlestalum ist das. Da gibt es zwei Nebenaufgaben. Die könnte ich eigentlich mal annehmen. Moment. Zurück zum Regal, ja. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. So, jetzt bin ich in Altlestalum angekommen und zwei Quests gibt es hier zu holen. Ich kann nebenbei mein Schokobo schon mal länger mieten. Ach Gott, warum hat er das getan? Ein Supertrank. Hier ist der erste Dude. Ach, wieder so ein Jäger. Tag, falls ihr zufällig in die Richtung unterwegs seid, es gibt wieder Infos zu Erkennungsmarken. Verschollen im Hinterland. Und... Oh nein. Nockt, sehen wir uns das mal an. Oh Gott, nicht sie. Oh, da seid ihr ja genau im rechten Augenblick. Hier, eure nächste Aufgabe. Wehe, ihr schwätzt. Karpfenkröten zum Zielort begeben. Oh Gott. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe noch einen anderen Auftrag. Ich mache erstmal die Strommasten fertig und dann kümmere ich mich um die Aufgaben, die ich jetzt angenommen habe. Aber dann habe ich sie wenigstens von hier schon mal weg. Und Moment, wenn ich schon mal hier bin, wie sieht es mit Jagdaufträgen aus? Wow. Hallo. Unser Kenny hat sich Sorgen um euch gemacht. Wer ist Kenny? Speisekarten. Nee. Ausgehungert. Wonach Jagd. Steht euch der Sinn? Malmalam Monstrosität, ein Bender-Snatch, muss ich da töten für. Ich nehme mal hier die scharfen Scheren einfach an. So, zack. Dann habe ich dann noch ein Ziel. Eine mutige Wahl. Eine mutige Wahl. Na, hoffentlich geht alles gut. Ja, das werden wir sehen. So, ab in meine Regalia. Automatisch fahren, Aufgabenziel und die Elektriker vom Dienst Malochen immer noch. Der ist das. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Also gut. Ein Foto mit Kenny Crow muss sein. Siehst du doch auch so, oder Nockt? Fotografieren, komm.
Als Erinnerung? Warum nicht? Okay, mal gucken, wie wir am besten posieren. Oh Gott, er wechselt sogar sofort die Richtung. Ich hätte das auch einfach nach der anderen Quest machen können, aber nein. Jetzt ist egal, jetzt fährt er schon mal zurück. Dann kann ich das auch machen, schnell. Mann, ey. Ich komm nicht weg aus diesem Ort. Noct, lass uns im Krähennest essen. Nein. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? So. Ja, ja. Dann halt nicht. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also, los geht's. Ja, es levelt halt auch prompt das Skill hoch, deswegen mache ich die Quest einfach, wenn sie auftaucht. Fotozeit! Ja, komm, das muss ich speichern. Aus Prinzip allein schon. Oh, großartig! So, jetzt aber automatisch fahren. Aufgabenziel: die Elektriker. Lasst nichts liegen. Okay. So, der Regalier hat mich jetzt hier geparkt und ich renne schon mal schneller vor. Und hier hinten, das wird die Stelle wahrscheinlich sein, wo ich dann hochklettern muss. Von daher gebe ich mal ein bisschen Gas. Nein, nicht über mir. Ich ignoriere das hart. Ja, und da sieht man auch schon die Leiter, die nach oben führt. Jetzt die Frage, ob hiermit auch alles in Ordnung wäre. Das wäre echt komisch, wenn bei allen Orten einfach alles passt. Wow. Ah, schon wieder diese verrückten Büsche, ne? Komm. Wir müssen da rauf? Jo. Nein. Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Okay, da hoch jetzt. Und untersuchen wir das mal, solange es noch nicht dunkel ist. Der Problemherd sein. Ah, siehst du, hier gibt's Probleme. Gut. Ich sag am besten mal Holly Bescheid. Und sie fährt wieder. Aufgabe abgeschlossen. Ah. Na, dann berichten wir mal. Da unten ist ja auch noch was. Holly, wie es aussieht. Zurück zum Regal, ja, gehe ich dafür. Jetzt sind wir bei Holly und erstatten ihr mal Bericht. Willkommen zurück. Ist alles inspiziert? Ja. Und repariert. Wirklich? Vielen Dank. Dann brauche ich ja zum Glück nicht mehr auszurücken. Ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Einer war defekt. Also doch. Danke. Wenn ich weiß, welcher, ist die Reparatur ein Klacks. Ohne Strom hätten wir nachts kein Licht, um die sicher von den Leuten fernzuhalten. Wisst ihr? Die Belohnung habt ihr euch verdient. Na, das will ich auch meinen. 10.000 Millionen Gil, bitte. Wie viel kriege ich? 5.000. Oh, es sind wirklich 5.000. Und sie hat natürlich noch eine Aufgabe. Oh Gott. Oh. Hey, Kleiner. Kleiner, ich bin größer als du. Guck doch mal. Geht so. Bei dir wohl nicht, was? Ja, man hat mir aufgebrummt, die Scheinwerfer zu überprüfen. Von den Jägern ist gerade keiner einsatzbereit. Also habe ich die Ehre, diese Aufgabe zu erledigen. Was ist denn das Problem?
dass ich vor Einbruch der Nacht nicht zurückkomme. Und das bedeutet, sicher. Aber die Inspektion der Scheinwerfer ist leider lebenswichtig. Sollen wir das übernehmen? Wie? Aber das wäre verantwortungslos. Ja, tu mal noch so, du willst es doch, Holly. Ja, ich glaube, ich schaffe das nicht. Danke, echt nett von euch. Oh, ich hasse Holly. Licht ins Dunkelheit bringen, die Lichtanlage an Burbots allerlei kontrollieren. Okay, dann setzen wir die Aufgabe mal auf aktiv. Licht ins Dunkel bringen. Oh, so weit weg. Die Gute kann einfach nichts ablehnen, was? Wer was kann, bleibt halt immer auf der Arbeit sitzen. Inspektionen hin oder her. Da draußen sollte sie nicht sein müssen. Ja, das ist wirklich eher was für Jäger. Ob sie so auch die Streitigkeiten schlichtet? Sie ist ruhig, aber sehr bestimmt. Kaum vorzustellen, dass sie Angst vor Sichern hat. Ja, echt komisch. Am Zielort angekommen bin ich gerade. Sind wir hier richtig? Das ist das Korrekt. Ding. Korrekt. Na, mal schauen. Da liegt was. Was ist das? Tödliche Fluten, Sahagin. Da ist auch nochmal was. Also ist ein Köder, ein Angelköder gewesen. Spinnenseide. Okay, was soll ich hier tun? Sieht alles sauber aus. Gehen wir weiter. Okay, ich muss eine andere Lichtanlage jetzt auch noch kontrollieren. Oh, an der Königstankstelle. Apropos Tankstelle, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich mal auftanken. Na, da liegt was, komm. Gedenkmünze. Einmal ans Tanken gehen, komm, für 10 Gil. Yo. Der Tank ist wieder voll. Automatisches Fahren, Aufgabenziel, Licht ins Dunkel. Und da hinten gehen wir jetzt auch hin. Wuhu! Wie wär's mit einer Pause? So, die Lichtanlage an der Königstankstelle in Cortez wollen wir kontrollieren. Die ist jetzt noch 70 Meter von hier Radio, entfernt. Lass uns einkaufen. Alles klar. Dann gehe ich die paar Meter auch zu Fuß, das schaffe ich schon. Hep. Oh Gott, falsche Richtung. Da. Hier ist wohl so ein Autoschrottplatz, wie es aussieht. Da liegt. Oh, ey, warte! Da steht der Nächste. Schnell, sehen wir nach. So schnell ist jetzt nicht so der Zeitdruck. Das da will ich haben. Regenbogenstaub. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Ist bestimmt kaputt, so verrostet, wie hier alles aussieht. Keine defekten Stellen zu sehen. Los, weiter! Was? So, die Lichtanlage an der Raststätte Kautes kontrollieren. Das, ey, krieg ich auch hin. Wo ist mein Auto? Und was macht ihr? Schreib sie dir auf. Ach, die gucken auf der Karte, wo es lang geht. Okay. Die haben wahrscheinlich nicht so ein automatisches Navi-System wie ich in meinem Schniekenregal, ja. So, Licht ins Dunkle bringen. Da hinten. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Wer will was essen? So, die Lichtanlage an der Raststätte in Cortez kontrollieren. Gut. Ist ein kurzer Weg, und zwar gleich da hinten. Hoffentlich ist der auch in Ordnung. Und das ist auch schon der letzte. Jetzt habe ich die Orientierung verloren wegen der Sequenz. Super. Schafft er das? Ja. Krass. Da ist auch irgendwas. Lesen. Was kann ich da lesen? Gibt es im Malaki-Teich etwas zu fangen? Am besten einfach mal die Leine auswerfen. Wow. Das Profi-Tipp. Ja, untersuch das mal. Und da ist was nicht in Ordnung. Vorsicht! Wir haben Besuch. Los geht's! Jägerlein! Wirklich, Kionki? Ist das alles? Los geht's! Das hat das Mädel nicht geschafft. Beeindruckend. Wir haben nur Level 12.
Ein paar sind noch. Oh, muss ich jetzt echt mal Warp-Angriff benutzen? Tu nichts Unwürdiges. Keine Sorge. Nehmen gern! Ich Kohldampf. So. Oh, da sind noch zwei. Jetzt aber. Selbst für Holly wäre das gefährlich gewesen. Das glaubst du zumindest. Der Jägermangel ist ein großes Problem. Die Sicher breiten sich einfach immer mehr aus. Habe ich das Ding jetzt schon kontrolliert? Ja. Gut. Dann. Oh. Hier rüber. Was ist das denn für ein spaciges Auto? Meinst du, schicker? So. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Licht ins Dunkel bringen. Hallo, wie ist es gelaufen? Alles okay. Gib keine Probleme. Entschuldigt die Umstände. Das soll echt nicht wieder vorkommen. Das verspreche ich euch. Das würde ich dir auch raten. Warum? Ich nehme einfach viel zu viel an. Und dann komme ich nicht hinterher. Dinge bleiben liegen und ich krieg Schwierigkeiten. Wow, da bist du ganz allein jetzt drauf gekommen. Jetzt ist mir endlich klar geworden, dass ich damit im Grunde auch keinem weiterhelfe. Die Sicher haben vor langer Zeit eine Freundin von mir getötet. Darum habe ich bei Exineris angefangen. Um Licht herzustellen, damit sowas nicht mehr passiert. Fürchtest du deshalb die Sicher? Ja, sie erinnern mich daran. Aber von jetzt an übernehme ich nur noch, was ich auch wirklich bewältigen kann. Mein Job ist mit Verantwortung verbunden. Und der will ich schließlich gerecht werden. Ich bin dir wirklich zu Dank verpflichtet, mein Jägerlein. Oh, und die Belohnung natürlich. Hier, bitte. Aufgabe abgeschlossen, Licht ins Dunkel bringen, 4000 Erfahrungspunkte gibt's nochmal hinterhergeschossen und 10.000 Gil. Oh, das hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber jetzt bist Bislang du durch, ich ja? Nie Nein gesagt. Aber was nicht geht, geht einfach Ach. Nicht. Ja, Holly ist wirklich mit Herz und Seele bei dem, was sie macht. Fast schon zu viel, finde ich. Hoffentlich wird der Stress bald ein bisschen weniger. Also, da würde ich mir bei ihr keine Sorgen machen. Okay, Leute, dann war es das mit der Folge soweit. Wir haben ja eine ganze schöne Questreihe absolvieren können. Und in der nächsten Folge gucke ich mal, was ich hier noch habe, was ich euch zeigen kann. Aber es sieht schon so aus, als hätte ich noch ein paar Quests in petto. Oh Gott. Und dann ja auch noch die Jägeraufgaben. Und nein, ich muss Karpfenkröten sammeln. Okay, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Tschüss, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Tschüss.